Wirklich gut. Die sind nie so allein wie ich. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Wir haben ein super Versteck, Lena. Nicht so laut, Pieps. 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100! Ich komme! Aha! Entschuldigung, Greta. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hey, Lars, uns musst du aber auch finden. Oh nein, Pieps, jetzt hast du uns verraten. Aber sieh doch, er sucht uns ja gar nicht. Das braucht er auch nicht mehr. Deinetwegen. Weißt du was, Lars? Ich habe Lust zu schwimmen. Also, ich gehe jetzt zum Wasser. Wirklich ganz süß. Schade, dass er nicht mitkommt. Hey, Lars, was hast du? Ist alles in Ordnung? Ja, doch. Also dann... Ja! Verstehst du, was er hat? Ich nicht. Komisch. Seltsam. Hallo, Lars. Wollen wir was spielen? Hallo, schön, dich zu sehen, aber lieber ein andermal. Bis dann, Robby. Was ist los mit dir, Lars? Du bist so komisch. Ist was? Robby, wer ist das? Das ist Lars, mein Freund. Oh, Robby. Die ist wirklich wunderschön. Vielen Dank für das Geschenk. Ah!
sowas, der kleine Lars. Das ist sehr nett von dir, dass du den alten Sofo mal besuchst. Ich dachte schon, ihr hättet mich alle vergessen. Komm, setz dich zu mir. Weißt du, Sofo, es ist leider so, ich wollte eigentlich, schwimmen gehen. Aber ich komm dich bald besuchen, versprochen. Lars, wie wär's mit einem Wettlauf? Hä? Was, hey, was hast du? Ist etwas nicht in Ordnung? Doch, doch, mir geht's gut, sehr gut. Na fein, also, wer als Erster da ist. Hey, nicht so schnell, ich komm ja kaum hinterher. Ich bin Erster. Ich habe gewonnen. Ja, Lars, du hast gewonnen. Papa, wie war das eigentlich damals, als du dich in Mama verliebt hast? Oh, Lars, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe den Himmel gesehen, als ich in ihre Augen schaute. Sie glänzten so wunderbar, wie die Sterne. Ach, einfach in ihrer Nähe zu sein. Tja, Lars, in einigen Jahren wirst du es auch erleben. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Stern dort oben? Das ist der Polarstern. Und das ganze Sternenbild nennt man der kleine Bär. Kann es nicht auch eine kleine Bärin sein? Ein Eisbärmädchen? Naja, warum nicht? Mika, ich habe das Gefühl, Lars ist verliebt. Ja, das glaube ich langsam auch. Lars, gibt es denn da vielleicht jemand, an den du dauernd denken musst? Wie kommst du denn darauf? So ein Quatsch. Totaler Quatsch, Blödsinn. Blödsinn. Ist das nicht der kleine Lars? Na, Lars, du kommst doch zu so später Stunde. Das freut mich aber. Nimm doch Platz. Tut mir leid, Sofo, aber ich muss etwas beobachten. Etwas ganz Wichtiges. Morgen habe ich für dich Zeit. Etwas ganz Wichtiges. Naja, wer will schon was mit so einem alten Walross wie mir zu tun haben? Mm-hmm.
Kleine Bären. Das ist ein schöner Traum. Oh, Greta! Davon habe ich doch geträumt. Das muss ich ihr zeigen. Was denn jetzt vor? Keine Ahnung. Hast du dir auch nichts getan? Typisch Jungs. Warum tut er denn sowas Verrücktes? Was will er damit bloß erreichen? Du stellst wirklich Sachen an. Das war alles wegen Greta, stimmt's? Wie meinst du das? Bist du in Greta verknallt? Nee, naja, also... Mach ihr ein Geschenk. Etwas ganz Besonderes. Mädchen mögen sowas. Ach, Unsinn. Doch, wenn ich sie sage. Und woher willst du das wissen? Robby! Robby! Wir wollten doch zusammen schwimmen. Sie ist hier zu Besuch. Ich muss mich um sie kümmern. Also Lars, dann. Ein Geschenk. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Das ist ein Geheimnis. Willst du nicht mit uns spielen? Ich habe jetzt keine Zeit. Seltsam. Irgendwas stimmt mit Lars nicht. Ja, er ist ganz anders als sonst. Sie finden.
Hallo, Lars. Hm? Na, endlich. Später, Sofo, später. Ach, später, immer später. Bald hat auch er mich vergessen. Ist der Lars? Den stört das Wetter wohl gar nicht. Wo will er nur hin? Oh, er kommt in meine Richtung. Toll! Hallo, Greta. Ach, du bist es, Lars. Ich muss dir unbedingt was zeigen, Greta. Aber bitte nicht wieder sowas wie letztes Mal. Nein, bestimmt nicht. Es ist eine Überraschung für dich. Für mich? Na gut. Wenn der Sturm aufgehört hat, zeige ich dir mein Geschenk. Komm schon, du wirst staunen. Da sind wir. Lars, ich verstehe wirklich nicht. Aber ich wollte nur... Ich wollte dir... Das soll eine Überraschung sein? Lars! Ich gehe zur Schlitterbahn. Vielleicht sind Lena und Pieps da. Trotzdem ist es süß, dass er mir ein Geschenk machen wollte. Tschüss, Lars. Du weißt ja, wo du mich findest. Robby. Pass auf, ich zeig dir jetzt was echt Cooles. Und? Nochmal, Robby, nochmal. So etwas kann ich doch auch. Ja, es sollte eine Überraschung sein. Aber eigentlich war es nichts. Ist schon komisch. Komisch, genau. Lars ist komisch. Und zwar schon seit einiger Zeit. Greta! Hm? Weißt du was? Hm? Ich kann bis zum Eisberg tauchen und wieder zurück. Na? Lars, was soll das? Das schaffst du nie. Versteht ihr, warum er das macht? Ich glaube, ich weiß es jetzt. Dieser Dummkopf. Thank you.
Glück, dass du gerettet bist. Wisst ihr, warum um Himmels Willen er das getan hat? Ja. Wie konntest du dich in solche Gefahr begeben? Und alles nur wegen eines Mädchens. Schon gut, Lars. Ich erzähl dir mal was. Damals, als dein Vater sich verliebte... Was soll das jetzt? Das ist doch wirklich eine uralte Geschichte. Aber wahr ist sie trotzdem. Wie gesagt, dein Vater hatte sich Hals über Kopf in mich verliebt. Naja. Und du glaubst nicht, was er da für verrückte Sachen angestellt hat. Stell dir vor, zuerst hat er einen albernen Bärentanz aufgeführt. Dann hat er für mich eine Eisbärenhöhle gebaut. Und was soll ich dir sagen? Die ist gleich wieder eingestürzt. Ach, nun hör doch auf. Und schließlich wollte er mir einen großen Fisch fangen. Dabei ist er unter eine Eisscholle geraten und wäre beinahe ertrunken. Ist das wahr? Wie geht es dir, Lars? Gut, sehr gut. Bist ein Dummkopf, weißt du. Wollen wir zusammen mit dem Brett fahren? Hui! Ja! Ich mag dich. Echt? Ja. Ich dich nämlich auch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Greta, siehst du den hellen Stern dort? Das ist der Polarstern. Und das ganze Sternbild nennt man kleiner Bär. Das glaube ich dir nicht. Doch, ehrlich, das stimmt wirklich. Oh, sieh nur, Lars. Wunderschön. Großartig. Oh Mann, fast vergessen. Morgen muss ich unbedingt jemand besuchen. Es ist sehr, sehr wichtig. Seltsam. Sofos Felsen ist leer. Sonst sitzt er immer da. Habt ihr Sofo gesehen? Ich mach mir um ihn Sorgen. Sofo? Nö. Vielleicht hat er sich nur versteckt. Da ist Robby. Kann sein, dass er was weiß. Robby? Robby? Was ist los, Lars? Hast du eine Ahnung, wo Sofo steckt? Ich hab ihn zuletzt am alten Iglo gesehen. Und er war nicht allein. Wissen Sie, ich sag immer, wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da ist, der ihm was tut. Nun ja, man soll auch im Alter nicht den Humor verlieren. Sofo? Hey, Lars, was machst du denn hier? Ich hatte dir doch versprochen, dich zu besuchen. Und ich habe dich nicht vergessen, Sofo. Das ist sehr lieb, Lars. Und du hast ja sogar deine Freunde mitgebracht. Willst du nicht mit uns mitspielen? Ich? Tja, also, wenn ein altes Walross wie ich mitspielen darf, sehr gerne. Na klar. Tja, also würden Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen, meine Liebste? Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Wir könnten doch gemeinsam. Ja, ja. Tja, Kinder, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn noch jemand mitspielt.
Nein, das ist nicht.